Du schuldest jemandem 90 Riesen? Wer hat's dir gesagt? Ich hab's irgendwo gehört. Ganz ehrlich, Lincoln? Ich weiß nicht, wie es so weit kommen konnte. Gib ruhig Mom dafür die Schuld, weil sie gestorben ist. Und Dad, weil er uns verlassen hat, aber ich war ja auch noch da. Und ich bin da rausgekommen. Dank Moms Lebensversicherung. Ich habe meine Hälfte in meine Ausbildung investiert. Was hast du mit deiner Hälfte getan? Es ist nicht immer so, wie es aussieht, Michael. Lincoln schuldete jemandem 90 Riesen. Wofür hat er so viel Geld gebraucht? Für Drogen oder vielleicht als Schmiergeld? Soll ich dir sagen, wofür die 90 Riesen waren? Ich denke, das weiß ich. Für dich. Deine Mutter hat nie eine Lebensversicherung gehabt. Das Geld kam von Lincoln. Er wusste, du hättest es von ihm bestimmt niemals angenommen. Michael, nur seinetwegen bist du jetzt da, wo du bist. Ich versuche gerade echt nicht respektlos zu sein. Deswegen bitte ich dich höflich, lass mich in Ruhe, okay? Nein, weil ich's wieder gut machen will. Kannst du aber nicht. Naja, du lässt mich ja nicht. Es ist zu spät, Zoe. Einmal hätte ich dich gebraucht, nur einmal. Wo hast du gesteckt? Ich... Genau. Aber wenn du was brauchst, erwartest du, dass ich springe und da bin, ohne Fragen zu stellen. So läuft nämlich diese Freundschaft. Du brauchst zu irgendwas einen Rat, ich gebe ihn dir. Du brauchst Support in der Krise, du kriegst ihn. Du willst mit einem Kuss deinen Ex vergessen, ich bin dein Mann, oder? Habe ich recht? Wie du gesagt hast, ich bin immer für dich da. Ich weiß und es tut mir sowas von leid. Muss es aber nicht. Bitte, ich bin eigentlich gar nicht wütend auf dich. Ich bin auf mich wütend. Dass ich wirklich dachte, du tust mal was für mich. Wieso habe ich erst jetzt erkannt, wie egoistisch du bist? Ja. Eine alleinerziehende Mutter, die zwei Jobs hat und noch die Zeit findet, ihren Jungen zum Fußballtraining zu fahren. Das ist ein Wunder. Ein Teenager, der Nein zu Drogen und Ja zu seinem Schulabschluss sagt. Das ist ein Wunder. Die Menschen wollen immer, dass ich alles für sie tue. Dabei vergessen sie, dass sie es selbst in der Hand haben. Du willst ein Wunder erleben? Sei selbst das Wunder. Es gibt zwei Arten von Schmerzen auf dieser Welt. Schmerz, der wehtut. Und Schmerz, der dich ändert. Eigentlich vermisse ich nie etwas. Vermissen bedeutet zu hoffen, dass etwas zurückkehrt. Das geschieht aber nie. Findest du das nicht etwas unterkühlt? Die Wahrheit hat keine Temperatur. Ich stehe jeden Morgen auf und weiß nicht, was ich tun soll. Manchmal suche ich nach Dingen, die mich ablenken, einfach um an etwas anderes zu denken. Aber ich vergesse sie sofort und tue sie nicht. Ich sitze nur so rum und weiß nicht, was ich tun soll. Es wird nicht leichter. Aber irgendwann werden sie etwas finden, das sie wieder antreibt. Denken Sie das wirklich? Ich weiß es. Haben Sie Geduld. Ja. Und das ist das Wunder der Liebe. Wir wollen die, die wir nicht haben können, und scheißen auf die, die wir kriegen. Der ewige Kreislauf. Ich bin kein Poet, nein. Aber wenn ich dich sehe, dann spielt mein Herz verrückt.